In unserem heutigen Video gibt es einen kurzen Tipp, was ist zu tun, wenn das Pony Medizin braucht und hat aber keinen Bock darauf. Viel Spaß. So, und dann haben wir natürlich noch etwas, was man super üben kann. Wer kennt's nicht? Spritzenphobie. Ich, wenn zum Arzt gehe, Drama hoch 3, sobald ich sehe, dass der Nadel auspackt. Ich sage immer, bitte dünne Nadel, bitte vorsichtig. Und auf meiner Flucht durch diesen Raum nageln sie mich dann irgendwann auf die egal, lange Geschichte. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch manchmal bei Pferden. Im Gegensatz zu mir kann sich ein Pferd richtig wehren. Was ich jetzt hier habe, sind Schaschlik-Spieße. Ganz wichtig, wenn ihr so Spritzensachen übt, es geht nicht darum, ein Pferd zu verletzen. Es geht nur darum, dass mein Pferd merkt, es ist so ein bisschen unangenehm. Und was ich mache, damit es fürs Pferdchen keine Verletzungen gibt, weil auch ein Schaschlikstäbchen kann die obere Hautschicht verletzen. Ich gehe her, nehme mein Stäbchen und beiße es oben so ein kleines bisschen weich. Einfach, dass die Spitze nicht mehr fest und hart ist. Jetzt. Sondern ein bisschen flexibel bleibt. Und jetzt, wenn ich hergehe, jetzt kann ich tatsächlich, schaut auf meine Hand, da richtig rein klopfen. Das sind keine übermenschlichen Schmerzen, aber es ist schon unangenehm. So, auf jeden Fall verletze ich mir nicht die Haut. Und dann komme ich mit meiner Nadel. Was ich gern mache, ist, dass ich einfach einen Tierarzt simuliere. Ne? Dass ich hergehe, staue mir meine Vene ein bisschen an. Da geht es meistens schon los, dass die Pferde sagen, um Gottes Willen, wir werden alle sterben. Dann staue ich da so ein bisschen an, lass wieder los, staue wieder an. Wir haben das große Glück, wir haben halt brave Pferde. Also ich habe so ein bisschen durchgeschaut, bei uns zickt eigentlich keiner. Nein, wenn ihr sagt, hey, ich habe einen daheim, der zickt, ich bringe dann. Nein, nein, einfach selber üben. Ich fahre da runter, staue mir meine Vene, komme jetzt mit meiner Anführungszeichen Spritze, fahre da so ein bisschen entlang. Man merkt schon, es ist ja jetzt unangenehm. Zack, und jetzt gehe ich her und mache einfach nur, als würde ich reinstechen. Das ist nichts anderes als so gemacht. Seht ihr meine Haut? Auch da komme ich nicht durch. Das gleiche ist beim Pferd. Aber es zwickt ein bisschen. Achtung, zack. Lass dann gleich wieder los. Bleib da nicht drin, weil beim Pferd ist ja auch nur der Stich durch die obere Hautschicht. Zack und flupp. Und dann bin ich eigentlich wieder weg. Das gleiche ist mit der Brust. Wenn der Tierarzt impfen müsste, meistens hier in die Brust oder hier in die Brust. Ich gehe her, nehme meine Nadel, mache 2-3 Mal und zack. Ihr seht, das Pferd sagt, ah, unangenehm, aber sie flippt nicht aus. Das gleiche nochmal, papp, und wieder weg. Es ist immer nur dieser Stich durch die oberen Hautschichten, wo das Pony sagt, hey, dann wird es ein bisschen unangenehm, wenn es wirklich in einem Muskel steckt. Aber grundsätzlich könnt ihr so mit sowas super arbeiten. Ich weiß nicht, ob die wirklich scharf zu sehen ist, aber ihr seht hier oben, meine Spitze, die ist relativ stumpf gemacht. Also die ist nicht mehr wirklich spitz, ich komme durch die Haut nicht durch. Wie gesagt, auch bei meiner Haut, schaut mal, kann ich richtig schieben und drücken. Zack, da blutet nichts, da geht nichts durch. Ganz, ganz wichtig, weil wir die Pferde ja nicht verletzen wollen damit. Wenn ihr sowas übt, geht es immer in kleine Schritte vor. Gerade so Spritzenphobien sind nicht so einfach bei Ponys. Wenn es dann ums Neispritzen geht, wird es mit allem Üben auch noch einmal ein kleines bisschen anders ausschauen. Erfahrungsgemäß, weil es halt dann doch ein bisschen ein anderer Schmerz ist. Aber ihr könnt zumindest wirklich, ja, ich sag mal, den Tierarztbesuch gut vorbereiten, wenn es so ein bisschen vorgeht. Wenn ihr eh brave Pferd habt, umso besser. Dann würde ich auch nicht lang üben, weil mit viel Üben machst du ein braves Pferd vielleicht doch ein bisschen skeptisch. Also so Sachen wie jetzt mit dem Schaschlikstäbchen sind bei uns immer für die Ponys, die halt wirklich Panik haben vor Spritzen. Viel Spaß beim Üben.